Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzet würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Nun wird mein liebster Bräutigam, nun wird der
Knechte erhöhn, die unser Heiland für uns hegt. Dir die
Thank you.
Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Frohe Hirten,
Yeah.
sprachen. Thank you.
Oh!
das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war. Und alle, für die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesaget hatten. Maria aber behielt
gesehen und gehört hatten, wie denn zu ihnen gesaget war. Sei froh in Gott, sei froh in Gott, das soll ja nur ein Christ in einem Gott.
das Kind beschnitten würde. Da ward sein Name genennet Jesus, welcher genennet war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe empfangen ward. Immanuel, o süßes Wort, mein Jesus heißt mein Hort, mein Jesus heißt mein Leben, mein Jesus hat sich mir ergeben, mein Jesus soll mir immerfort vor meinen Augen schweben. Mein Jesus heißet meine Lust, mein Jesus habet Herz und Trost. Jesus, ich will dich mit Lust erfüllen, erfülle voll mich mit der Seele, Braut jagte mir zuletzt der Tod für Grauen ein. Mein Jesus, wenn ich sterbe, so weiß ich, dass ich nicht verderbe. Dein Name steht in mir geschrieben.
Oh,
Danken zu erheben, mit Danken zu erheben, mit Danken zu erheben, mit Danken zu erheben, zu erheben. Thank you.
Zeit des Königes Herodes. Siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem und sprachen: Sei die Stärke, sei der Stärke, sei der Stärke.
Der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Warum wollt ihr erschrecken? Kann meines Jesu Gegenwart euch solche Furcht erwecken? Lande, denn also steht geschrieben durch den Propheten, und du Bethlehem im jüdischen Lande.
Thank you.
berief Herodes die Weisen heimlich, und er lernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen wäre, und wie sie hingehen Bethlehem, und sprach: Zieht hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr's findet, sagt mir's wieder, dass ich aufkomme und helfe.
sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und täten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen. Mein Bräutigam verbleiben, ich will ihm Brust.
Tod nur mich ganz und gar zu fällen, doch sieht mein Heiland wohl.